Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um einen Fisch. Und zwar, den haben wir jetzt in Aquarelltechnik für euch gemacht. Und alles zu solchen Techniken und anderen Tipps in unserem aktuellen Buch. Und hier geht es auch schon los nach dem kurzen Hinweis zu unserem Instagram-Kanal. Und wir skizzieren auf dem Aquarellpapier erst einmal grob den Fisch vor. Also hier geht es erst einmal um die Kontur, dass man so ein bisschen die Kontur im Griff hat und arbeiten uns dann uns das Ganze aus. Was ist wichtig dabei? Wichtig wäre natürlich die Ansicht. Das heißt, jetzt hier mal ein bisschen so den Fisch so gezeichnet, als wenn er jetzt eintaucht. Wenn ihr den komplett waagerecht macht, dann wirkt es ein bisschen komisch. Also gibt ihm so ein bisschen Dynamik, dass er entweder auftaucht oder eintaucht. Dann macht das auch vom Bild ein bisschen her. So, dann auch natürlich die Farbausarbeitung. Da geht es darum, ein bisschen Farbe und Wasser aufzutragen. Hier die Bereiche auszuarbeiten. Immer wieder nicht zu trockenen Pinseln halten, weil sonst habt ihr wie so einen Filzstift und die Übergänge funktionieren dann nicht. Da solltet ihr schon ein bisschen mehr Ganze mit Wasser arbeiten. Achtet darauf, dass die Farben wunderbar ineinander mischen und arbeitet das dann Stück für Stück aus. So, hier geht es auch natürlich um die Übergänge, die sehr sanft laufen sollten. Und erst einmal so praktisch die Grundierung. Wir machen als erstes nichts anderes als das Grundieren, dass die Farbigkeit, dass das alles mal stimmig ist und dann bauen wir das Ganze aus. Und wie gesagt, achtet ganz, ganz wichtig dabei, dass die Farben gut funktionieren. So, dann hier das Ganze auch noch mal so ein bisschen überlappend. Also noch ist es nicht spektakulär, weil es einfach nur sehr, sehr einfache Farben sind. Aber wenn man das Ganze noch so ein bisschen mehr vertieft, werdet ihr gleich sehen, kriegt das ein sehr, sehr, sehr schönes Farbspiel. Was ist natürlich auch noch nicht unwichtig, das ist die Wahl der Farbe. Achtet darauf, dass die Farben nicht zu künstlich wirken. Das heißt, greift nicht immer auf den Originalfarbton, sondern mischt diese Farben. Schaut euch das, wie es bei verschiedenen Tieren, wie die Farbnuancen sich gestalten. Das ist sehr, sehr, sehr individuell. Aber ihr werdet sehen, es ist keine Farbe sozusagen von der Stange, sondern es gibt immer gewisse Farbabstufungen. Gelb ist nicht immer gelb. Wenn ich jetzt einen Papagei nehme, einen weißen Papagei, weiß ist nicht weiß. Es sind unheimlich viele Grautöne. Und das solltet ihr auf jeden Fall versuchen darzustellen. Dann werdet ihr auch sehen, wie sich das Ganze gestaltet. So, hier hat schon das Ganze langsam an Form genommen. Jetzt geht es darum, ein paar Kleinigkeiten mehr einzusetzen. Dann kann man auch mit dem Pinsel ein bisschen, wenn die Farbe trockener ist, präziser arbeiten, mit der Spitze wundervoll arbeiten. Schaut, dass
dass der Fall ist, hier besonders oben auf dem Rücken, also die Schuppen, die können so ein bisschen angedeutet werden und ihr werdet sehen, das macht sehr, sehr, sehr viel Freude, wenn man so arbeiten kann. So, und hier kommen die Blautöne noch zur Geltung. Immer wieder überlappen verschiedene Farbtöne, sucht euch 4, 5 Farbtöne aus. Ihr könnt aber auch sehr künstlerisch damit arbeiten. Ihr könnt auch zum Beispiel einen Tiger in Gelb-Blau zeichnen, so praktisch beim Sonnenuntergang. Also gibt es alle Möglichkeiten, Freiheiten, die ihr einsetzen könnt. So, und hier auch, damit arbeitend. Und immer wieder die Leichtigkeit, das heißt ein bisschen mit Wasser das Ganze auf verwässern, verwischen, dann wirkt es auch noch leichter. Und für alle von euch, die jetzt zum Beispiel Spaß an Tierskizzen, Tierzeichnung, Tierstudien bekommen haben, schaut bei unseren Online-Kursen, da haben wir extra eine Online-Variante nur für Tierskizzen für euch aufgestellt. Da sieht man, welche Möglichkeiten es gibt, verschiedene Tiere zu skizzieren, lernen zu zeichnen, Kühe, Pferde, verschiedene Techniken. Schaut einfach, wie gesagt, unter onlinekurse.akademieruhr.de oder fragt uns, schreibt uns und wir behalten euch gerne dazu. So, und hier geht es auch schon noch so ein bisschen zu den Abstufungen. So, hier sehen wir dann so ein bisschen die. Hier geht es auch schon dann in die Details, also die Schuppen, die ein bisschen angedeutet werden, wie sich das verhalten kann. Und die Bereiche unten noch einmal ein bisschen das Ganze verwischen, weil jetzt wird spannend, wenn die Farben so ein bisschen verwischen. Das heißt, wie in so einer Flosse sieht man nicht so ganz, ganz feine, direkte Striche, sondern so ein bisschen auch die Möglichkeiten, so die Verläufe darzustellen, und das solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen, weil das bringt das Ganze authentischer am Ende. So, und hier im oberen Bereich noch einmal ganz kurz am Kopf an den Flossen noch einmal. Und ihr seht wieder, was man mit wenigen Farben in unterschiedlich gemischt tolle Effekte erzielen kann. Wenn es natürlich jetzt in der Flosse so das Ganze ein bisschen transparent ist, dann sollte der Fisch auch an der Stelle also sehr, sehr die Farbe, besser gesagt, transparent sein, also ganz viel Wasser. Hier auch noch. Und ein paar lockere Striche. So, und hier die letzten kleinen Details.
Und wieso auch nicht grün? Ganz oft in Fischen zu sehen. Grün ist ja so ein bisschen immer so die ob es in Forellen, wenn es sieht, in ganz vielen Fischen spiegelt sich das Grün, besonders wenn man da so ein bisschen diesen Wassereffekt mit einbeziehen möchte. Traut euch einfach mal mit der Farbe zu experimentieren und die Highlights zu erhalten. Wenn euch sowas interessiert, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt oder wie man genau mit solchen Farben auch umgeht, habt ihr die Möglichkeit natürlich, das bei uns im Kurs zu lernen. Schaut gerne vorbei. Wir können uns euch dazu beraten. Hier sieht man nochmal das fertige Ergebnis. So sieht es dann aus. Und wie gesagt, mehr dazu unter onlinekurse.akademiehoh.de. Aber auch natürlich in unseren Kursen. Schaut auf unseren Seiten vorbei, akademiehoh.de. Und ja, wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme. Lieben Dank für die Daumen hoch und alles Gute, euer Akademie Ruhr-Team.